Guten Tag allerseits. Ich möchte heute ein Video machen zum Thema Test-Driven Development. Dabei möchte ich das Prinzip anhand eines kleinen Beispiels demonstrieren. Die Frage ist, was ist Test-Driven Development überhaupt? Wir haben schon das Schreiben von Unit-Tests angeschaut und beim Test-Driven Development geht es eben darum, diese Unit-Tests zu schreiben. Die Frage ist nicht, dass man sie schreibt, sondern wie man sie schreibt. Es gibt den Begriff des Test-First-Programmings und der wurde oft missverstanden. Man dachte, man schreibt zuerst einen kompletten Test oder eine komplette Reihe von Tests, bevor man produktiv Code schreibt. Und das wurde dann kritisiert, dass dies viel zu lange dauert, bis man ein Feedback hat, ob die Ideen überhaupt funktionieren. Test-First-Programming meint aber nicht, dass man zuerst alle Tests schreibt. Test-First-Programming meint, dass man mit dem Test beginnt, zuerst ein bisschen Testcode schreibt und dann produktiv Code. Heute hat sich der Begriff Test-Driven Development etabliert, um eben diesem Missverständnis vorzubeugen. Also, ich habe ja das Buch Clean Agile zusammengefasst. Und dort gibt es ein kurzes Kapitel über Test-Driven Development. Hier im Skript in Kapitel 5, Technische Praktiken, Test-Driven Development, Seite 20, wird das kurz beschrieben. Das Wichtigste hier sind diese drei Regeln, die ich ein bisschen vergrößere. Also TDD. Test-Driven Development kann mit den drei folgenden einfachen Regeln beschrieben werden. Erstens, schreibe keinen Produktivcode, bis es einen Test gibt, der aufgrund dieses fehlenden produktiven Codes scheitert. Also wir fangen beim Testcode an. Regel 2, schreibe nicht mehr Testcode als nötig ist, um den Test zum Scheitern zu bringen und ein Kompilierfehler gilt als Scheitern. Also es muss nicht eine Assertion fehlschlagen, es reicht schon, wenn der Testcode nicht mehr kompiliert, weil zum Beispiel halt die Methode, die man testen will, noch nicht existiert oder die Klasse, die man testen will. Dann Regel 3. Schreibe nicht mehr Produktivcode, als nötig ist, um den Test zum Durchlaufen zu bringen. Sobald der Test also wieder läuft oder weiterläuft, hört man auf mit dem Produktivcode und macht den Test weiter. Mit diesem Vorgehen wechselt man praktisch im Sekundentakt zwischen Testcode und Produktivcode. Wenn man ein bisschen weiter ist beim Entwickeln, kann es auch mal sein, dass es dann minutenlang dauert. Oder wenn man noch nicht geübt ist, dann dauert es am Anfang auch ein bisschen länger. Aber grundsätzlich arbeitet man mit sehr kurzen Test- und Programmierzyklen. Also man schreibt ein bisschen Testcode, man schreibt ein bisschen Produktivcode. So geht das immer hin und her. Das Ganze möchte ich heute demonstrieren anhand eines kleinen Beispiels. Und zwar wollen wir die Fakultät berechnen. Ich gehe hier in Visual Studio Code, mache mal einfach eine leere Datei auf. Und wir wollen die Fakultät berechnen. Auf Englisch heißt das Factorial. Wie berechnet man das jetzt? Also ein Beispiel, ich nehme die Fakultät von 5 und die berechnet man als 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 und das gibt dann 5 mal 4 ist 20, mal 3 ist 60, mal 2 ist 120, mal 1 ist immer 120. Also die Fakultät von 5 ist 120. Dementsprechend die Fakultät von 4. 4 mal 3 mal 2 mal 1 gibt dann 4 mal 3 gibt 12, mal 2 gibt 24. So ist jetzt natürlich die Frage, wenn man das programmieren will, wie lautet die allgemeine Regel? Und diese kann rekursiv folgendermaßen beschrieben werden. Also die Fakultät von n ist gleich die Fakultät von, also n mal Fakultät von n minus 1. Das ist die allgemeine Regel. Und aufhören tut es bei
Fakultät von 0, das ist ein Sonderfall, das ist definiert als 1. Das sind einfach die mathematischen Regeln, die kann man abrufen. Es geht jetzt nicht darum, die zu begründen oder herzuleiten, sondern den Code zu schreiben, um eben das so zu berechnen und auch gleichzeitig zu testen. So, ich mache das mal zu, das irgendwo abspeichern. Gut, ich das schließen und jetzt gehe ich in meinen Browser und dort nehme ich einfach das Beispiel von letzter Woche, Modul 426 Unitest C#. Ich nehme hier die HTTPS-URL, um das zu klonen. Wir können es gleich aus Visual Studio Code rausmachen. Clone Repository, geben das hier an. Jetzt ja in mein Home-Verzeichnis, mal gut für den Moment. Ist jetzt geklont und ich möchte es gleich öffnen. Hier in diesem Fenster drin. Vielleicht noch ein bisschen kleiner machen, damit beides Platz hat. So, und dann öffne ich einfach mal links den Calculator-Test und rechts den Calculator. Ctrl ziehe ich den hier hin. Diese Meldung ignorieren wir mal. Don't ask again, falls die erscheinen sollte. So, das ist das Projekt ohne Änderungen und Erweiterungen. Also ich habe rechts einen Calculator, der Add und Subtract machen kann. Links habe ich zwei Testfälle dafür. Man kann das Ganze natürlich auch mit statischen Methoden machen, wäre in diesem Fall vielleicht sinnvoller. Aber lassen wir mal alles mal so, wie es ist, und machen in diesem Stil weiter. So, wie funktioniert nun dieses Test-Driven Development? Ich gehe nochmal in meine Dokumentation zurück und fange bei der Regel 1 an, schreibe keinen Produktivcode, bis es einen Test gibt, der aufgrund dieses fehlenden produktiven Codes scheitert. Gut, schreibe keinen Produktivcode, das mache ich stattdessen. Schreibe nicht mehr Testcode, also schreibe mal Testcode. Gehen wir mal da zurück. Sollen wir also Testcode schreiben. Also, schreibe einen Fact über die Fakultät. Public Void Test. Und jetzt drücke ich diesen Fact aus. Und dann einfach einen Testfall. Fangen wir mal wirklich einfach an. Test. Factorial of 0 is 1. Das ist der Basisfall, den wollen wir mal abdecken. Scheint zu funktionieren. Und ich wähle wieder die Struktur Arrange Act Assert. Ich fange an bei Arrange. Sage mal int x gleich 0. Und dann int expected gleich 1. Also x ist 0, factorial of 0 interessiert mich. Int expected ist 1. Also ich erwarte, dass 1 zurückkommt. Und mache jetzt mal eine Instanz von diesem Calculator. Wie gesagt, man könnte es auch mit einer statischen Methode machen, aber es kommt jetzt nicht so drauf an. Das ist mein Arrange-Teil. Es kompiliert noch alles. Ich kann auch wegen Lust mal einen Test ausführen. Dürfte durchlaufen ohne Probleme. Passt 1. Gut. Wir hier weitermachen. Und jetzt gehe ich über zum Act-Teil und möchte jetzt meine Methode aufrufen und das Ergebnis in einer Variablen speichern. Also int actual gleich calculator. Factorial und wir müssen ja das x übergeben, das Factorial von x interessiert uns. So, jetzt sehe ich da, habe einen Kompilierfehler. Das muss ich nicht mal aufrufen, das sehe ich sofort. Das Problem ist, dass diese Methode nicht existiert. Also, schreibe nicht mehr Testcode, als nötig ist, um den Test zum Scheitern zu bringen und ein Kompilierfehler gilt als Scheitern. Also, wechseln wir bis zum Produktivcode. Aber wir schreiben nur so viel, was nötig ist, um den Test zum Durchlaufen zu bringen. Machen wir das. Jetzt schreibe ich die Methode public int fact
Tutorial, int x wieder. Und dann geben wir einfach mal irgendeine zufällig gewählte Zahl zurück. Ich mache das absichtlich falsch, weil jetzt läuft der Test wieder. Ich möchte jetzt nicht lang überlegen, was muss ich da schreiben, damit die Methode korrekt ist, sondern ich möchte nur den Test zum Laufen bringen. Und das reicht schon. Egal, was ich zurückgebe, der Test läuft durch. Passt. Völlig egal, was ich zurückgebe, wichtig ist, dass ich etwas vom richtigen Datentyp zurückgebe. Und schon läuft das wieder. Ich hätte auch dieses int actual hier vorerst weglassen können, aber das wäre jetzt spitzfindig. Also gehen wir weiter zum Assert-Teil. Schreiben weiter Testcodes. Assert equal, also das expected gleich das actual. Test geschrieben. Failed. Der ist gescheitert. Warum? Weil ich erwarte hier 1 und erhalte halt, was zurückgegeben wird, 12. Expected 1, actual minus 12. Also minus 12, nicht 12. Ja, wir wissen, wie der Basisfall definiert ist. Testfactorial of 0 ist 1. Also x ist 0. Wir geben dann einfach 1 zurück. Schauen, ob das funktioniert. Wichtig, wir machen keine Fallunterscheidung hier, das brauchen wir ja nicht. Wir haben nur diesen Test, den wir zum Durchlaufen bringen wollen. Okay, das hat funktioniert und damit wäre dieser Test fertig. Jetzt gehen wir weiter, schreiben den nächsten Test mit einem Fact, public void test factorial of 1 ist auch 1. Und jetzt eigentlich könnte man diesen Code kopieren, sollte man aber nicht tun, man sollte es reflektieren, was man tut. Also überlegen wir wieder von vorne. Int x gleich 1, ich möchte die Fakultät von 1 berechnen, das ist mein nächster Fall. Int expected, soll ja 1 ergeben, mache wieder meinen Calculator. Gut, das wird alles noch durchlaufen. Act, actual calculator. X. Das wird auch noch durchlaufen. Kein Kompilierfehler. Expected actual. Seht ihr, der Test unten und oben ist eigentlich gleich, bis auf die, den Parameter 1. Solche Sachen könnte man mit XUnit, mit sogenannten Theories lösen. Ist ein bisschen, spart ein bisschen Tipparbeit, aber um das Prinzip des Test-Driven Developments zu demonstrieren, machen wir es mal so einfach. Also für diesen Test aus, in Erwartung, dass er scheitert. Wir sehen gleich warum. Oh nein, er scheitert nicht. Warum nicht? Weil es beides Mal das Ergebnis 1 geben soll. Und ich mache das bereits korrekt, gebe einfach in der 1 zurück, egal in welchem Fall. Also kann es sein, dass ich einen Test schreibe, der dann einfach durchläuft. Ich war jetzt überrascht, dass das ohne Änderung funktioniert, aber es ist ja völlig klar, dass es funktioniert, weil so ist die Definition der Fakultät. Gehen wir über zum nächsten Fall. Test Factorial of 2 ist überlegen. Fakultät von 2 ist 2 mal 1, das gibt 2. Range int x gleich 2, mein Parameter int expected gleich 2. Macht den Calculator. Schreibe jetzt mal den ganzen Test wieder, weil da kein Kompilierfehler auftritt. Aber ich erwarte jetzt, dass der Assert fehlschlägt, weil ich ja 2 erwarte und hier immer 1 zurückgegeben wird. Gut, das schlägt fehl. Das heißt, ich sollte jetzt hier mich um die Implementierung kümmern. Wie machen wir jetzt das?
Also wir haben gesehen, wir haben den Sonderfall, wenn x 0 ist, der Basisfall der rekursiven Funktion, geben wir 1 zurück. Und sonst, wir können jetzt else schreiben, das ist aber nicht unbedingt nötig, geben wir einfach zurück, x mal factorial, x minus 1. Führen den Test nochmal aus, das sollte eigentlich funktionieren. Richtig, hat funktioniert. Das Problem ist ein bisschen, ich führe immer nur den aktuellen Testfall aus. Und jetzt haben wir schon 3 Testfälle und jetzt weiß ich gar nicht, ob die anderen auch noch funktionieren. Da ist es besser, wenn ich entweder hier oben gleich alle der Klasse ausführe, führe ich halt auch unnötige Testfälle außen vorhin, funktioniert alles, oder kann einfach den Test Explorer nehmen, sofern der funktioniert. Mal neu laden, damit der Testfälle aktualisiert. Hat sie gefunden, ich werfe sie mal an. Es müssen jetzt eigentlich alle durchlaufen. Richtig, hat alles geklappt. Seht ihr den Haken? Schön integriert. Also, sind wir jetzt fertig? Oder gibt es noch einen Sonderfall? Schauen wir mal so die Zahlen an. Also decke 0 ab und für alles andere nehme ich hier den allgemeinen Fall, also 0 der Basisfall, hier der allgemeine Fall. Bis jetzt haben wir nur mit den Zahlen 0, 1 und 2 gerechnet. Wir haben aber vorhin ein anderes Beispiel gemacht mit 5 und 4. Machen wir mal das, zum Schauen, ob das wirklich allgemein funktioniert. Of 5 is 120. Also die Fakultät von 5 ist 120, x ist 5, actual Erwartungswert ist 120 und machen wir einen neuen Calculator. Act, wie immer das gleiche. Und dann der SA, jetzt habe ich hier falsch benannt, expected. Ich habe noch Void vergessen. Gut, das wäre jetzt ein Kompilierfehler. Hat aber nichts zu tun mit dem Produktivcode. Den kann ich korrigieren. Und hier cert.equal actual expected. Hier wieder vertippt. Expected. Also in der Praxis, man könnte natürlich den Testcode kopieren, aber man würde jetzt eher einen Testfall machen mit Parametern, wo ich immer das X und das Expected mitgeben könnte. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Darum mache ich jetzt diesen Test. Ich führe den mal aus, isoliert. Da funktioniert. Ja, wenn der geht, dann müssen eigentlich die anderen auch noch gehen. Ich habe nichts am Produktivcode geändert. Es lädt und lädt. Es ist geladen. Jetzt führe ich nochmal alle Testfälle aus. So, sind alle durchgelaufen. Das heißt, funktioniert alles korrekt. Jetzt schauen wir nochmal, wir haben positive Zahlen, 5, 2, 1, wir haben sie 0. Was haben wir noch nicht abgedeckt? Negative Zahlen. Und jetzt wird es interessant. Schreiben wir mal einen Test für negative Zahlen. Public Void Test. Wir nennen den Fall Factorial of Negative is. Ja, was gibt es jetzt? Es ist nicht definiert, also is undefined. Range in x gleich, nehmen wir mal minus 1.
Int expected haben wir nicht. Wir erwarten nicht, dass wir einen Wert zurückkommen, bekommen. Aber machen wir den Calculator. Factorial x. Aber einen actual Wert bekomme ich auch nicht. Muss ich etwas anderes testen. Und hier sieht man, es ist gut, nicht einfach Copy-Paste zu machen, sondern immer Zeile für Zeile durchzudenken. Was wir machen wollen, ist, wir wollen wahrscheinlich schauen, dass es undefiniert ist. Wenn es undefiniert ist, kommt kein Wert zurück. Wie könnte man auf eine undefinierte Operation reagieren? Zum Beispiel mit einer Exception. Ich denke, vielleicht wäre hier eine Argument-Exception sinnvoll, weil das Argument x minus 1 nicht unterstützt wird. Machen wir mal das. Assert x froze. Und wir erwarten eine Argument-Exception. Diese tritt auf, wenn ich Folgendes mache. Ja, wenn ich das Factorial so aufrufe. Als Calculate Factorial und hier ruft es mit minus 1 auf, dann erwarte ich, dass eine Argument Exception geworfen wird. Dieser Teil vermischt jetzt Act und Assert, also kann es so hinschreiben. In der Praxis muss man das noch nicht so beschriften, aber es ist jetzt gut zum Üben. Lass mal diesen Test durchlaufen. Und bin gespannt, was passiert. Also Total Tests 0, Pass 0, Fail 0, Skip 0. Ich habe doch einen Test ausgeführt, was ist hier los? Scroll mal ein bisschen nach oben. Da gibt es eine ganze Reihe von Fehlern. Hier, the active test run was aborted. Reason, test host process crashed, Stack Overflow. Stack Overflow, warum? Kann man sich jetzt überlegen, was da ausgeführt wird. Also x ist minus 1. X gleich 0? Nein, das passiert nicht, sondern x gleich minus 1 mal Faktorial von x minus 1. Also minus 1 mal Faktorial von minus 2. Gut, und was passiert dann beim nächsten Aufruf mit minus 1 und minus 2? Es geht noch tiefer rein. Also hier mache ich eine endlose Rekursion, die nie terminiert, weil die negativen Zahlen nicht abgedeckt werden. Was soll ich stattdessen machen? Ich reagiere auf negative Zahlen. Also wenn x negativ ist, dann throw new argument exception und sage einfach factorial undefined for negative values, sagen wir mal so. Speichere das und führe meinen Test wieder aus. Total Test 1, Passed 1. Sehr gut, das hat funktioniert. Jetzt habe ich eigentlich alle Wertebereiche abgedeckt. Ich lade jetzt nochmal einfach alle Tests nach und führe alle aus. Und wir schauen, ob das wirklich alles klappt oder ob ich mit der letzten Änderung etwas kaputt gemacht habe. Sehr gut, das hat alles funktioniert. Und somit werden wir auch schon fertig mit dieser Factorial-Methode. Jetzt haben wir eine Reihe von Tests hier, die eigentlich alle Fälle abdecken. Wir werden später im Verlauf des Moduls noch sehen, wozu das hilfreich ist. Ein kleiner Hinweis: rekursive Funktionen sind im Allgemeinen recht ineffizient. Ein Factorial könnte man auch berechnen, indem man es entweder mit einer optimierten rekursiven Funktion macht, die einen sogenannten Accumulator verwendet, das wollen wir auch nicht anschauen, oder was vielleicht einfacher ist, man kann eine strukturierte Lösung wählen mit einer Schleife, wo man das berechnet. Das Gute ist jetzt, wir haben zahlreiche Testfälle und können jetzt das hier umschreiben. Und bei jeder Änderung, die wir machen, können wir die Testfälle ausführen. Also, ich probiere das gleich einmal.
schauen wir an, wir wollen jetzt diese Rekursion loswerden. X negative Zahlen können wir auch mit einer Schleife nicht berechnen, also lassen wir das. X gleich 0, Return 1 und sonst. Also, ich schiebe einfach mal diesen Code nach unten. Oder ich lösche ihn gleich. So, wie berechnen wir jetzt das? Nehmen wir eine Zahl int result. Fange ich an. Gleich 0. Dann haben wir eine Schleife. While x größer als 0, machen wir irgendetwas. Frage ist was? Ja, vielleicht wäre es sinnvoll, wir fangen hier beim x an. Dann können wir schreiben result mal gleich x. Und dann wird es mal mit sich selber rechnen. Vielleicht wäre es doch besser, wir fangen von unten an, also beim 1. Machen stattdessen einen for loop. Also int i gleich, fangen wir an bei 1, i kleiner gleich x und i plus plus, also wir zählen von 1 bis zum x hoch. Result, fangen wir mal beim 1 an und machen Result mal gleich i. Wir multiplizieren es mit i auf, so die Wellschleife geht weg, return result. So, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir haben noch die Tests, die mir Sicherheit geben. Und tatsächlich hat das funktioniert beim ersten Mal. Wenn man so etwas erlebt, fragt man sich meistens, warum funktioniert das? In der Regel hat man ihn einen Fall vergessen. Also gehen wir mal die Fälle durch. Negativ ist klar, wird hier oben abgedeckt. Dann die positiven Fälle. Also wenn x 0 ist, dann ist Result 1. Und dann die Schleife i von 1 kleiner gleich 0. Also die wird nie ausgeführt. Und dann wird einfach 1 zurückgegeben. Das heißt, der Basisfall ist korrekt. Wenn es 2 ist, fangen wir an. Result gleich 1. I gleich 1, kleiner gleich 2, also 1, 2 wird einmal durchgelaufen und es wird dann zuerst mit 1 multipliziert, nein, es wird zweimal durchgelaufen, 1 und dann wird 2 nochmal. Das erste Mal mit 1 multipliziert, das ändert nichts, das zweite Mal mit 2 multipliziert, mal 2. So, und dann sieht es mit 5 aus, also 1 bis 5, 1, 2, 3, 5. Das erste Result wird mit 1 multipliziert, bleibt 1, dann mit 2. Dann wird es 2, dann wird es mit 3 multipliziert, dann wird es 6 mit 4 multipliziert, dann wird es 24 mit 5 multipliziert, wird es 120. Hat beim ersten Mal funktioniert. Das Schöne ist jetzt in diesen Testfällen, ich kann hier am Code rumfummeln, wie ich will. Ich kann das beliebig ändern. Solange die Testfälle funktionieren, habe ich nichts Funktionierendes kaputt gemacht. Und das ist der eigentliche Zweck von diesem Test-Driven Development. Man kann furchtlos Code editieren und man kann dabei nichts kaputt machen. So, das war ein kleines Video, soll das Prinzip demonstrieren und die Vorteile. Wir werden das dann noch weiter behandeln beim Thema Refactoring, das dann im Dezember behandelt wird. Danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.